Ihre Hits gehörten in den Discos der 70er und 80er zum Standardprogramm. Denn Donna Summer war die Disco-Queen schlechthin. Doch nach ihren großen Erfolgen wurde es lange still um sie. Jetzt steht Donna Summer wieder im Rampenlicht. Die inzwischen 62-Jährige tritt nämlich zum ersten Mal überhaupt als Solokünstlerin in der Schweiz auf. An der Eisgala Art on Ice. Andrea Fetsch berichtet. Richtig warm wird Donna Summer in der Eishalle noch nicht. Es bleibt nicht viel Zeit, 2 Proben, dann muss das Zusammenspiel mit dem Live-Orchester und den Läufern sitzen. Auf der Bühne fühlt sich die einstige Disco-Queen wohler als auf Kufen. I'm afraid of it. Ich habe schreckliche Angst davor, aber ich gucke gerne Eiskunstlaufen am Fernsehen. Ich bin überhaupt nicht gut darin, die Schlechteste. Noch nie gehört hat Donna Summer übrigens von Sarah Meyer, der frisch gekürten Europameisterin. Seit ihrem Rücktritt geht's drunter und drüber. Art on Ice sei für die Umstellung von Ernst auf Spaß ideal, sagt sie. Wenn ich auf dem Eis bin, dann fällt das eigentlich ganz leicht. Und mit der Atmosphäre hier im Hallenstadion, mit den Lichtern, mit dem Orchester der Sängerin auf der Bühne, das ist ein wunderschönes Gefühl und da konnte ich es einfach nur genießen. Lange lag Summers Karriere auf Eis. Sie zog sich zurück, kümmerte sich um die Kinder. In die wilde Zeit der langen Disco-Nächte wünscht sich die heutige Großmutter, die bei ihren Auslandengagements auch Deutsch lernte, nicht zurück. Ich glaube, ich habe so viel Spaß gehabt damals, dass es genügt mich für mein Leben. So, I think I had enough fun. How about just have a chance? Immer noch Spaß hat die Sängerin offensichtlich auf der Bühne, auch mit Stéphane Lambiel, einer von vielen Spitzenläufern am Art on Ice.